Die unglaublichsten Geburten der Tierwelt. Das Seepferdchen ist ein ungewöhnlicher Fisch. Normalerweise tragen Weibchen ein Kind aus. Doch bei den Seepferdchen ist es andersrum. 9 bis 45 Tage lang trägt der werdende Vater die Eier bis zur Geburt in einem speziellen Beutel. Dann öffnet das Männchen diesen Brutbeutel und quetscht die Jungen heraus. Das Anaconda-Weibchen sucht nach der tiefsten Pfütze und verbringt dort ihre Schwangerschaft. Während dieser etwa 7 Monate hungert sie. Dann gebärt sie 40 Junge, die 30% ihres Körpergewichts ausmachen. Ihre Babys sind vollkommen eigenständig und erkunden die Welt um sich herum. Die große Wabenkröte sieht aus wie eine normale Kröte, aber ist völlig flach. Anders als die meisten Tiere trägt sie ihre zukünftigen Jungen nicht in ihrem Inneren, sondern auf ihrem Rücken. Krötenweibchen besitzen für jedes Ei spezielle Löcher auf ihrem Rücken, in denen sich die Jungen entwickeln. Nach 3 bis 4 Monaten wachen die kleinen Wabenkröten auf und krabbeln aus den Taschen auf Mamas Rücken. Kängurus kommen nur einen Monat nach der Zeugung zur Welt, aber sind noch nicht für ein Leben in der Welt bereit. Neugeborene Kängurus sind kleiner als 2,5 cm. Diese winzigen Lebewesen kriechen mithilfe ihrer Vorderbeine in Mamas Beutel. Nach 195 Tagen sind sie groß und stark genug, um den Beutel zu verlassen. Seeigel legen mehr als 2 Millionen Eier, doch nicht alle überleben. Männchen und Weibchen werfen eine Art Wolke ins Wasser, in der sich der zukünftige Nachwuchs befindet. Innerhalb weniger Stunden, sofern die Eierwolke nicht von anderen Tieren gefressen wird, werden die Eier zu einem Ball mit mikroskopischen Haaren und bilden dann ein Skelett. Zu diesem Zeitpunkt sind sie selbst bereit zur Fortpflanzung. Die meisten Tiere legen entweder Eier oder gebären lebend. Doch das Dreihornchamäleon macht beides und bringt bis zu 30 Junge gleichzeitig zur Welt. Das Weibchen trägt die Eier ohne die Schale in ihrem Körper, statt sie wie viele andere Chamäleonspezies zu legen. In der Goldstirn-Brunnenbauer-Familie kümmert sich der Papa um den kommenden Nachwuchs. Das Männchen brütet die Eier in seinem Maul aus. Selbst nach der Geburt trägt es seine Babys an diesem sicheren Ort umher. Mit dieser Brutmethode kann der Vater seine Kleinen beschützen und mit ihnen im Maul vor einer Gefahr wegschwimmen. Faultiere verbringen den Großteil ihrer Zeit in Baumwipfeln. Ihr Geburtsvorgang ist extravagant. Das Weibchen lässt seine Hinterbeine baumeln, klammert sich mit den vorderen an einen Ast und gebärt in dieser Position. Das Babyfaultier greift direkt nach der Geburt nach dem Fell der Mama und klettert an ihre Brust. Die Röhrenspinne baut einen speziellen Raum für die Geburt und Kinderpflege. Genau wie beim Spinnen eines Netzes konstruiert sie einen Kokon um sich herum, in den sie bis zu 80 Eier legt. Dann macht sie ein Loch hinein, durch das der Nachwuchs herauskommt. Dieses Loch ist allerdings zu klein für sie selbst, sodass sie für immer darin bleibt. Nach dem Schlüpfen füttert sie die Babyspinnen 2 Wochen lang, bis sie eigenständig sind. Wale, die größten Säugetiere des Tierreiches, bringen ihre Babys unter Wasser zur Welt, sodass sie den ganzen Weg an die Oberfläche schwimmen muss, um ihren ersten Atemzug zu tun. Mama Wal füttert ihr Junges 4 Monate lang mit Milch mit 54% Fettgehalt, bis es groß genug ist, um alleine zu fressen. Kraken gebären nur einmal in ihrem Leben. Eine der Arme des Männchens ist so angepasst, dass er ein Weibchen befruchten kann. Manche Kraken trennen diesen Arm ab und überreichen ihn dem Weibchen. Nach dem Eierlegen bewegen die Weibchen sich in Strömungen über den Eiern, um sie zu reinigen und vor Raubtieren zu beschützen. Stell dir vor, du bringst ein Baby von der Größe eines 4-Jährigen zur Welt. Die arme Mutter. Doch genau das tun Kiwis. Deren Eier können bis zu einem Viertel ihres Körpergewichts wiegen. Um ein so großes Ei zu produzieren, müssen Kiwi-Weibchen 3-mal so viel pro Tag essen wie üblicherweise. Tannenzapfenechsen haben ebenfalls eine schwierige Schwangerschaft. Diese Tiere haben für gewöhnlich bis zu 2 Babys, was erstmal nicht schlimm klingt. Doch diese Babys können ein Drittel des Gewichts der Mutter ausmachen. Das wäre, als würde eine menschliche Mutter ein 7-Jähriges zur Welt bringen. Giraffen gehören zu den größten Landtieren, was sich auf ihren Geburtsvorgang auswirkt. Bei einer Giraffengeburt steckt das Junge zuerst die Vorderhufe heraus, dann die Nase und den ganzen Kopf. Innerhalb von einer Stunde wird das Junge geboren. Vor ihrem ersten Atemzug stürzt die Babygiraffe aus einer Höhe von 2 Metern zu Boden. Hammerhaie können Junge zur Welt bringen, ohne sich gepaart zu haben.
Im Prinzip erstellen sie einfach eine Kopie von sich. Das hat man das erste Mal 1999 in einem Zoo in Nebraska entdeckt. Es gibt nur ein paar andere Tiergattungen, wie manche Geckos und Echsen, die sich so fortpflanzen können. Stacheltiere sind bekannt für ihre scharfen Stacheln. Im Mutterleib sind diese ganz weich, doch gleich nach der Geburt, wenn sie das erste Mal mit Luft in Kontakt kommen, werden sie hart und spitz. Nacktmulle sind extrem fruchtbar. Sie leben in Kolonien und haben eine echte Queen, die als einziges Weibchen Junge zur Welt bringt. Erstmalige Mütter können bis zu 15 Babys haben. Doch mit jedem Wurf danach wächst die Anzahl der Kleinen. Auf dem Höhepunkt ihres Lebens kann eine Nacktmullkönigin bis zu 33 Junge werfen. Das sind die meisten aller Säugetiere auf der Erde. Flusspferdschwangerschaften dauern ungefähr 8 Monate, trotz der Größe des Tiers. Sind die Mamas bereit für die Geburt, verlassen sie ihre Herde 2 Wochen lang, um eine starke Bindung zu ihren Babys aufzubauen. Flusspferdkälber werden unter Wasser geboren. Dadurch lernen sie von Anfang an das Schwimmen. Zebras haben es nach der Geburt echt schwer. Mama wie Baby. Zebras gehören zu den Tieren, die neugeborene Babys als potenzielle zukünftige Bedrohung sehen. Wird ein Baby-Zebra geboren, könnte ein Männchen es sofort angreifen. Die Mutter beschützt ihren Nachwuchs oftmals ohne Ruhepause. Elefanten haben die längste Trächtigkeitsdauer aller Säugetiere, mehr als 18 Monate. Obwohl sie bis zu 70 Jahre alt werden, haben Elefanten nicht mehr als 4 Babys. Ist die Elefantenmama bereit für die Geburt, bilden die anderen Tiere der Herde einen schützenden Kreis um sie herum, bis sie das Junge geboren hat. Das kann bis zu 118 Kilogramm wiegen. Um sie vor Raubtieren zu schützen, legen Weißwangengänse ihre Eier in 120 Metern Höhe an einer Klippe. Das ist so hoch wie ein 36-stöckiges Gebäude. Schlüpfen die Eier, stehen die Küken vor einem Problem. Es gibt keine Nahrung in der Nähe, weil sie sich auf einem Felsen befinden. Also springen sie nur wenige Tage alt von der Klippe und versuchen sanft zu landen. Obwohl Meerechsen nicht von einer Klippe springen müssen, haben sie es ebenfalls schon kurz nach der Geburt eilig. Die Weibchen legen ihre Eier in eine selbstgegrabene Höhle. Dort sind sie sicher vor Räubern versteckt. Doch früher oder später kommen die Babyechsen heraus, um zu fressen. Und das ist der Moment, wenn Schlangen sich auf die Jagd nach ihnen machen. Nur die schnellsten und stärksten Echsen überleben die Nahrungssuche. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.